Hey Leute, Crimex hier und ihr seid ja beim letzten Video von den Likes ja richtig ausgerastet und deswegen gibt's heute wie versprochen die Haustour und ja Leute, ich würde sagen, zoom mal rüber, Digga. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard sun will pop the clock. So Leute, ihr könnt das Haus schon von außen sehen, es sieht auf jeden Fall übertrieben heftig aus und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal von innen an und los geht's. Hier könnt ihr übrigens noch unser Leihauto sehen, eigentlich auch übelst gute Karre so, geht gut ab auf jeden Fall. Weiter geht's. Da hinten findet ihr auch noch unseren Pool, aber dazu kommen wir später. Wir gehen jetzt erstmal rein, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall erstmal die Tür, sieht auch ganz fresh aus. Hier, ja, starten wir direkt einfach mal im Flur. Es halt vielleicht ein bisschen, aber scheiß drauf, Leute. Hier sind auf jeden Fall erstmal unsere ganzen Schuhe. Natürlich auch meine Yeezys hier, ganz gechillt am Start. So Leute, und weiter geht's. Ich würde sagen, wir starten hier in der Küche. So, wir sind hier auf jeden Fall zunächst mal in der Küche. Hier wird die ganze Zeit gekocht. Kennt ihr vielleicht hier schon den Ausschnitt aus dem ersten Vlog? Hier habe ich auf jeden Fall die Pancakes gemacht. Und ja, viel mehr gibt es hierzu eigentlich gar nicht zu sagen. Hier kochen wir auf jeden Fall immer. Was ist das jetzt für ein Piepen? Was ist das für ein Piepen? Egal, weiter geht's. Hier sind wir auf jeden Fall im Wohnzimmer. Digga, was ist das? Halt einfach dein Maul, Digga. Alles klar, weiter geht's. So, hier ist auf jeden Fall der Esstisch. Hier schneiden wir die meiste Zeit Videos. Also wir essen hier eigentlich meistens nicht, sondern schneiden hier einfach die ganze Zeit unsere Videos. Hier sind wir auf jeden Fall im Wohnzimmer. Sieht richtig heftig aus. Mir gefällt es auf jeden Fall hier die komplette Optik. Einfach mit diesem Weiß, übelst modern. Hier ist auf jeden Fall noch der Fernseher. Und viel mehr gibt es hierzu eigentlich gar nicht zu sagen. Alles klar. Dann geht's weiter im Obergeschoss, Leute. Dafür gehen wir hier einfach mal die Treppen hoch. Hier ist vielleicht auch noch ein ganz cooler Spot, wo man vielleicht mal sitzen kann, you know. Übrigens Leute, falls ihr euch fragt, warum hat der Mongo die ganze Zeit die Sonnenbrille auf, das liegt einfach daran, dass ich irgendwie Bakterien in die Fresse bekommen habe. Habe jetzt mega das entzündete Auge und es sieht einfach aus, als hätte ich Schminke in der Fresse. Also nicht denken, ich bin irgendein abgehobenes Stück Scheiße. Alter, das ist ein bisschen schlechte Mongo, Leute, egal, weiter geht's. So, dann kommen wir hier in den Master Bedroom. Hier pennt auf jeden Fall mein Kumpel mit seiner Freundin. Das Geilste an diesem Zimmer ist einfach hier dieses Fenster, wo man einfach ins Wohnzimmer schauen kann. Leute, wie geil ist sowas? Ich feiere es auf jeden Fall heftig. Dann haben die hier auch noch so einen extra Balkon quasi im Schlafzimmer mit dabei. Und ungelogen, Leute, das hier sind die bequemsten Sitze überhaupt. Ah, ja. So lässt sich's auf jeden Fall leben. Weiter geht's, Jungs. So, dann geht's auf jeden Fall weiter mit dem Zimmer von Flobbis. Und bei ihm muss man auf jeden Fall sagen, er hat ein bisschen Glück mit der Zimmerauswahl. Er hat das größte Zimmer bekommen. Er hat auf jeden Fall richtig Glück mit seinem Zimmer gehabt. Er hat mit Abstand das größte Zimmer hier von allen bekommen. Er kann sich auf jeden Fall mal richtig glücklich schätzen. Und ja, Leute, was soll ich dazu noch sagen? Dann geht's hier weiter mit dem Badezimmer im ersten Stockwerk. Das ist ein bisschen größer als das Badezimmer unten. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Hier diese Dusche, Leute. Die Dusche ist größer als das Zimmer von Flop. Das ist so normal. Die Dusche ist so heftig, Leute. Ja, hier auch noch zwei Waschbecken. Alles klar, weiter geht's. Es gibt eine Außendusche, Digga? Alles klar, es gibt eine Außendusche, Leute. Hier könnt ihr auf jeden Fall noch die Außendusche sehen. Ich war hier selbst noch nie, deswegen habe ich das gar nicht gewusst. Aber eine Außendusche, warum nicht, ne? Kann man machen. So, Leute, dann geht's hier auf jeden Fall nochmal weiter im Erdgeschoss, denn hier ist auf jeden Fall noch mein Zimmer. So Leute, ihr seht, ich hatte nicht ganz so viel Glück mit dem Zimmer. Flobbis hat leider das bessere Zimmer bekommen. Auf jeden Fall auch ein freshes Zimmer, was soll ich dazu sagen? Ich habe halt hier zwei Betten, also ihr könnt im Prinzip zwei Leute pennen. Und ja, hier. Was soll ich für eine Story erklären? Achso, ja, also vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum Flobbis nicht einfach hier pennt. Aber es ist irgendwie ein bisschen kacke, wenn zwei Leute in einem Zimmer die ganze Zeit pennen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Hier ist... Dann kommen wir noch zu meinem Badezimmer. Hier bin eigentlich meistens ich, die anderen sind meistens oben. Das benutze ich eigentlich die meiste Zeit allein so. Hier kann ich auch noch kacken gehen, Leute. Hier ist mein Waschbecken und da ist noch meine Dusche. Auch die Dusche finde ich mega cool. Ich mag das, wenn Duschen so auf einer Höhe sind mit dem Boden. Sieht immer ganz fresh aus. So, das war es jetzt auf jeden Fall von dem Haus. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch raus und schauen uns das Ganze mal an. Da ist noch Leonie, da ist Flop. So, hier essen wir die meiste Zeit, weil es ist ja eigentlich immer gutes Wetter, da essen wir natürlich draußen. Und hier ist noch unser Grill, das habt ihr vielleicht auch schon in dem ersten Video gesehen. Hier können wir grillen, auf jeden Fall auch ziemlich cool. Deal with it, bitch. So Leute, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und hier haben wir auf jeden Fall auch noch so eine Sitzmöglichkeit.
Finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Hier haben wir gestern Abend noch Serien geschaut. Auf jeden Fall auch ein chilliger Platz, noch um abends mal zu chillen oder so. Und sieht auf jeden Fall auch ziemlich fresh aus. Weiter geht's, Leute. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall ganz klar zum Herzstück des Hauses. Und zwar zu diesem übertrieben fetten Pool, Leute. Also das ist wirklich das Geilste an diesem Haus, muss ich einfach sagen. Ja, Leute, der Pool hier ist einfach ein halbes Schwimmbad. Das ist einfach brutal, Leute. Da kommt einfach direkt übelst die Lust, in den Pool reinzuspringen, gerade wenn es einfach jetzt gerade 36 Grad sind oder so. Leonie, gell? Ist cool, in den Pool reinzuspringen. Das war im Prinzip auch schon das komplette Haus. Ich hoffe natürlich immer, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es ist, dann lasst natürlich immer ein Like da. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Snapchat, folgt den anderen auf Instagram und auf Snapchat. Okay, Leute, ich bin jetzt einfach mal raus. Bis dann, haut rein, Leute. Euer Cramix.